Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dead Space. Im Weltraum hört dich niemand schreien. Das könnte auch zu diesem Spiel passen. Aber tatsächlich war es, glaube ich, der Werbeslogan von dem Film Alien aus Ende der 70er. Gut, wir sind mit der Monorail hier hingefahren und haben uns da noch nicht so wirklich getraut rauszulaufen. Aber das machen wir jetzt. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Alter, was ist hier verdammt nochmal los? Ich hab jetzt auf jeden Fall, mir bleibt hier gerade die Spucke weg, denn das ist hier echt abgefahren. Da unten sind die Würmer, ey, ist ja ekelhaft. Wir haben jetzt, wie heißt es? Ein Kinesemodul, war das sowas? Auf jeden Fall können wir damit Objekte in der Ferne bewegen. Zumindest wenn ich es ausgewählt habe. Können wir da eigentlich hoch? Nö. Können wir überhaupt springen in dem Spiel? Ich glaube nicht. Und wo müssen wir überhaupt hin? Darüber. Okay, Objekte in der Ferne bewegen. Das wird wohl so irgendwie funktionieren. Was haben wir hier? Ein Shop. Da können wir nochmal reinschauen. Aber ich habe ja jetzt gerade in der letzten Folge jede Menge Informationen bekommen. Das heißt, wir sollen unser Geld aufheben und am besten immer nur den Anzug upgraden. Der kostet 10.000, das erste Upgrade. Wir haben aber nur 10.500 und deswegen möchte ich momentan noch nichts kaufen. So, wir müssen da auf jeden Fall hier weiter. Wahrscheinlich müssen wir dieses neue Kinesemodul benutzen. Ich schaue mich aber nochmal da hinten um. So, was haben wir hier? Oh, wir haben sogar wieder Platz im Inventar. Hier sind Leichensäcke. Naja, scheinbar war ja dafür noch Zeit. So, jetzt müsste ich natürlich wissen, wie man das Kinesemodul einsetzt. Und dazu mache ich mal Folgendes. Wir schauen mal gemeinsam hier in die Optionen rein. Das ist normalerweise nicht meine Art. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich für eine Taste verwenden soll. So, grundlegende Steuerung. Klicken wir mal auf Weiter hier. Aufstampfen, da steht nichts davon drin. Zielmodussteuerung. TK-Modul. Das könnte es doch sein. Also F. Oh yeah, baby. So, können wir uns hier den Weg freischaffen. Wie kriegen wir das hier raus? Ich gehe nochmal ein Stück zurück. So. Und zack. Da kann es liegen bleiben. Und wir können jetzt endlich hier durchgehen. Wobei ich noch gar nicht so wirklich weiß, ob ich das auch wirklich will. Was haben wir denn hier? Heben Sie Schemata auf, um dem Shop Objekte hinzuzufügen. Das Inventar ist voll. Natürlich. So, das heißt, wir gehen nochmal ins Inventar rein. So, was schmeiße ich denn jetzt mal weg? Soll ich wirklich einen Medipack wegschmeißen? Munition? Nee, um Gottes Willen. Das Stasepack brauche ich da auch noch. So. Machen wir mal hier E entfernen. Und zack. So, jetzt will ich das Ding haben. Flammenwerfer, was im Download-Shop? So, jetzt will ich mir das nochmal gerade betrachten da vorne. Heruntergeladenes Schema, Flammenwerfer. So, den haben wir jetzt. Da ist er. Können wir aber noch nicht kaufen, weil der kostet 11.000 und wir haben ja nur 10.500. Okay. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das Schema aus dem Inventar verschwunden ist. Ist es. Da können wir unser Medipack ja wieder einsammeln. Das ist doch was. So, und weiter geht's.
Ich habe jetzt auch des Öfteren schon gelesen, dass ich ständig an Sachen vorbeilaufe. Ich will mich bemühen, die Augen aufzuhalten. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Aufgabe inaktiv. Aufgabe hinzugefügt. Können wir nochmal nachschauen hier? Beziehungsweise, das war die falsche Taste. Wir probieren es mal mit dieser hier. Ach, das sind zwei inaktive Aufgaben, die wir noch nicht lösen können. Wir sollen einmal das Thermit finden und das Schockpad. Okay. Gut, da ist ja schon wieder ein Shop. Also, und schon wieder ein Speicherpunkt. Man meint ja fast, das ist über drei mittlerweile. 3000 Credits, yeah, baby. Okay, dann speichern wir hier halt mal. So, und dann machen wir einfach mal hier, zack, überschreiben, jawoll. Gut. So, das schauen wir uns auch nochmal an. Da, 1200 Credits. Ja, es läuft doch wie am Schnürchen. Lebenserhaltung, was ist denn das hier? Da können wir auch dran gehen. Jawohl. Inventar ist voll. Okay. Dann lassen wir es halt liegen. Ist ein bisschen doof. Weil ich würde ja gerne diese ganzen Sachen sammeln. Bildgebende Diagnostik. Bitte halten Sie Ihre Laborüberweisung bereit. Das ist ja wie bei uns hier. Für jeden Scheiß brauchst du eine Überweisung. Zutritt nur für autorisiertes Wissenschaftspersonal. Forschungsflügel. Okay, dann gehen wir einfach mal hier lang. Oh yeah. Ist schon ziemlich eklig wieder hier. Ja, ist schon klar. Da kann ich die einfach verstellen. Habe ich schon kapiert. Das brauchst du mir nicht nochmal zu erklären. So, was ist denn das für eine Sauerei hier unten? Was ist denn das hier? Alter, hör doch auf. Hör doch auf, was ist denn das hier? Diese scheiß Tür. Stasi-Station? Ah, ich verstehe. Wir müssen die Stasi wieder nutzen. Setzen Sie Stasi ein, um die Objekte zu verlangsamen. Habe ich jetzt Scheiße gebaut? Das war doch hier diese Taste, oder? Okay, das war die falsche Taste. So, Arschgeleckte hier. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was für eine Taste wir da drücken müssen. Da muss ich dann nochmal leider in die Optionen reinschauen. Steuerung. So, was war das? Zielmotorsteuerung? Stasi-Kanone C. Habe ich schon gedrückt? Oder bin ich bescheuert? Okay, wir hätten jetzt gar nicht schießen müssen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt haben wir die ganze Munition verbraten hier. Aber egal. So, was haben wir hier? Zumindest ist es mal richtig schön hell hier. Das ist doch gleich viel freundlicher. Hier wurden also Untersuchungen gemacht. Mhm. Kenne ich noch aus der Schule, diese Figuren. Das soll nicht bedeuten, dass ich mal Arzt werden wollte. Aber ich glaube, das hat so ziemlich jeder gehabt. Inventar ist immer noch voll. Okay. Da liegt auch was? Ne, können wir nicht einsammeln. Hallo? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Wo denn? Da, auf der Seite. So, da krabbelt noch jemand. Alter! Aber ich hör doch noch irgendwas rumgrunzen hier. Du Schwein, du! Mann, oh Mann, ist es jetzt hier vorbei oder was? Ich hör doch immer noch was rumgrunzen. Wer grunzt denn da rum?
Wahrscheinlich hinter dieser Tür hier. Hört sich zumindest so an. Okay, da müssen wir noch gar nicht hin. Ich sammle hier erstmal ein, was geht. So, die Plasma-Energie, die ist voll. Das können wir nicht einsammeln. Aber vielleicht hat ja noch einer ein bisschen Kohle einstecken. Nee, die haben alle nur Plasma-Energie. Dann tue ich nochmal nachladen. Vielleicht geht's jetzt. Nein, immer noch voll. Immer noch voll. Aha, hier. Nö, irgendwie ist hier auch nichts. Unglaublich. Ich höre es genau, dass es daherkommt, ey. Ich höre es genau. Verdammte Saubande. Okay, wir laufen einfach mal langsam weiter. Wir müssen sowieso da vorne hin. Was haben wir hier Schönes? Lastenaufzug, den können wir holen. Was heißt holen? Da können wir runterfahren damit. Jetzt weiß ich auch, wo die Geräusche herkamen. Nämlich wahrscheinlich von hier unten irgendwo. Ach, Leute, Leute, Leute. Da hinten krabbelt schon was. Na komm. Na komm, mein kleines Schwein. Na komm. Na? Na komm, jetzt mach ich kaputt, Alter. Ja! Warum kostbare Waffenenergie nutzen, wenn ich dir auch so den Kopf platt treten kann? So, der hat auch wieder Plasma-Energie dabei. Ja, ist leider immer noch voll. Okay. Ich höre doch schon wieder welche. Das kann doch nicht wahr sein hier. Verdammten Würmlinge. Okay, ich hau ab. Ich hau... Oh, Scheiße! Alter, verdammt nochmal. Puh, da kommt schon... Ne. Quarantäne aufgehoben. Endlich jemand, der Credits dabei hat. Und es wird wieder Licht. Jawohl, der hat noch jemand Credits. So, diesmal konnten wir Plasma-Energie einsammeln. Sehr schön. So, schauen wir mal gerade, wo es weitergeht. Da geht's weiter. Und da ist auch wieder eine Speicherstation. Das ist ja der Wahnsinn. Die werden wir auch gleich benutzen. So, hier, ich überschreibe hier immer. Wunderbar, beziehungsweise wir könnten auch mal einen neuen Speicherstand nehmen. Komm, machen wir hier. Zack, drauf. Hallo? Warum will denn der nicht? Habe ich jetzt schon gespeichert oder was? Okay. Dann kannst du dich mal am Arsch lecken. Er will nicht. Warum auch immer er nicht will. So, wir schauen uns hier noch den Schreibtisch an. Okay, aber hier gibt's doch... Da gibt's ja wieder diese Spinte. Credits, jawohl. Hier auch. Was haben wir hier? Plasma-Energie, die ist voll. Und nochmal Plasma-Energie. Okay, also an Munition mangelt es uns erstmal nicht hier, ja? Na kommt, ihr Schweine. So, das Licht verfärbt sich in einen grünen Ton. Hilfe! Was geht hier los? So, helfen Sie mir doch! Hilfe! Ah! Kann man leider nicht durchschießen. Okay, ich weiß nicht, ob wir den hätten retten können. Vielleicht, wenn ich gleich direkt hier durchgelaufen wäre. So, du kleiner Scheißhaufen, wo bist du denn hin? Ich sehe niemanden mehr. Das ist ja fürchterlich. Oh. Alter. Eine neue kleine miese Kreatur. Was haben wir hier? Wieder ein Aufzug. Oh oh. Oh oh, da krabbelt doch wieder welche. Na, wo seid ihr denn? Kommt.
Der ist hin. So, schön nachgeladen. Jawohl. So ist recht, mein Freund. Ach du Scheiße. Fuck. Was sind das für komische Viecher, ey? Ich habe auch immer so das Gefühl, dass ich hier bei diesen so viel Munition verschwende. So, komm, wir laden nochmal nach. Vielleicht passt wieder Plasma-Energie rein. Nee, passt nicht. Scheide. Scheide. Die Mischung zwischen Scheiße und Schade. Müssen wir hier überhaupt hin? Jawohl, müssen wir. Okay, nochmal die Tür durch. Ach, das sieht doch wieder sehr freundlich aus hier. Das gefällt mir. Was haben wir da vorne hier? Plasma-Energie. Haben wir da noch mehr? Irgendwas vielleicht, was Nützliches? Nee, sieht nicht so aus. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Du hörst da was Großes kommen? Na gut. Ich suche einfach mal weiter hier. So, wir müssen hier durch. Ach, jetzt sind wir wieder in diesem Raum. Ist ja ganz hervorragend. Da vorne sind wir mit dem Aufzug runtergefahren. Ich überlege nur gerade, ob es hier irgendwo so einen Speicherpunkt gab. Ich glaube, der ist weiter vorne hier. Ach, jetzt müssen wir das schon wieder benutzen. Okay, diesmal weiß ich es mit C. So, und wir brauchen natürlich nicht drauf zu schießen. Das war natürlich Schwachsinn. Hey. Alter. Das ist ja ekelhaft hier. Es ist so richtig ekelhaft. Zumindest haben wir ein paar Dollars gefunden oder Credits, wie es hier heißt in dem Spiel. Komm, dann mach mal die Hütte auf, mein Freund. Da ist ein Shop. Hier können wir was einsetzen. Die Thermitbomber. Nee, die haben wir noch gar nicht. Verdammt. Verdammt nochmal. Hier ist die Speicherstation. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Bis dann.